Hi liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Ole, ihr seid halt bei Wilhelmshaven Vlogs und heute präsentiere ich euch den Jader Park in Jaderberg. Viel Spaß! Der Eintrittspreis beträgt für Kinder von 3 bis 12 Jahren 24,50 Euro und für Erwachsene 26,50 Euro pro Person. Weitere Informationen um Eintrittspreis und Ermäßigungen auf www.jaderpark.de. Hier sind die Kassen, wo man dann logischerweise auch den Zoo-Eintritt bezahlt. Und wenn man hier einmal um die Kassen rumgeht, also da rechts rum, dann bekommt man diese Saisonkarten, oder wie es heißt, die steht hier zumindest. Und ich habe hier auch noch so einen Parkplan zur Verfügung gestellt bekommen, wie er da ist. Da können wir uns mal kurz eine kleine Übersicht über den Zoo verschaffen. Ja, pausiert das Video gerne mal, wenn ihr das mal ausführlich sehen wollt. Jetzt kommen wir schon direkt zum ersten Gehege, und zwar hier ist das Pinguingehege. Das sieht man ja auch an dem Wasserbecken hier, aber hier sind auch da vorne, da ist einer. Das sind Zwergpinguine. Übrigens erinnert ein bisschen an die Pinguine aus Madagaskar, nur dass hier keine unterirdische Basis ist, obwohl ein unterirdischer Gang ist hier schon. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Scheiben nicht geputzt sind, oder ob das Wasser wirklich so grüne Kacke ist, sagen wir es jetzt mal so. Aber ich finde das ja auch cool, dass die so ein bisschen was Unterirdisches haben, dass man mal sehen kann, wie die Pinguine schwimmen und so. Und es geht direkt weiter, hier hinter dem Zaun hier, wo die sitzen Graupapageien oder auf Lateinisch auch Psittacus erythacus. Die Eigenschaften könnt ihr mal pausieren, wenn ihr lesen wollt, aber füttern ist jedenfalls verboten. Aber mich würde mal interessieren, können Papageien wirklich hier alles nachsprechen, was Menschen ihnen vorlabern, oder muss ihnen das erst antrainiert werden? Wieso können Flamingos auf einem Bein stehen und ich nicht? Ich finde das ja eigentlich voll schön hier, muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe den Park nicht mehr so schön in Erinnerung. Gut, das letzte Mal, als ich hier war, war es auch schon 8 Jahre her. Und dementsprechend kann es ja auch sein, dass die in den letzten 8 Jahren hier gut was aufgewertet haben. Aber ja, das freut mich halt einfach. Und das ist eben einfach schön zu sehen. Ja. Also hier ist auch noch ganz viel los, aber man merkt nicht, wie viel hier eigentlich los ist, dadurch, dass der Zoo dann doch auch voll groß ist und sich die Besucher dann gut verlaufen können. Ja, also, was hier ist, weiß ich tatsächlich nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, aber ich genieße es hier einfach nur. Naja, da liegt einfach ein Ball rum. Warum liegt da ein Schaumstoffball rum? Naja, gut. Und vielleicht wollen die Tiere ja auch mal Fußball spielen und deswegen liegen die Bälle da rum. Ach, wart ihr eigentlich schon mal hier? Schreibt es mal in die Kommentare. Guck mal, die haben hier extra einen Zaun vor den Zaun gebaut, damit man nicht zu dicht an den Zaun rangeht und die Tiere ärgern kann. Finde ich gut. Oh, wie süß, das sind Erdmännchen. Da musst du mal deine Performance machen, ne? Also hier könnt ihr auch wieder pausieren, wenn ihr was lesen wollt, weil genauer also Details will ich ja weiß nicht zu den Tieren erzählen, sonst bin ich morgen immer noch nicht fertig. Es gibt ja auch eine Parkeisenbahn, mit der man fahren kann. Muss man aber nicht. Denn die Impression, die ich für euch filmen will, die kann ich ja auch genauso gut fußläufig abfilmen. Alter, was ist das denn hier? Ein Brunnen oder was? Ja gut, vielleicht so ein Brunnen, wo man früher Wasser rausgezogen hat. Und was seid ihr hier für Bros? Ach, die chillen ja auch ganz gemütlich. Ah.
Aha, Zwergesel, noch nie gehört den Namen. Aber schön sind sie auf jeden Fall. Ah, wie gesagt, Leute, ich hatte für den Park hier nicht mehr als so schön in Erinnerung. Also ich wusste zwar, dass einige Ecken schön sind, aber dass sie so schön sind, wie ich das jetzt gerade sehe, da hier glühen meine Augen schon voll Liebe, sagen wir es jetzt mal so. Also aber man merkt wirklich, wie viel Liebe zum Detail in diesem Park drinsteckt. Jetzt werde ich erstmal ganz entspannt diese Rundbootfahrt hier mitmachen. Ja, das ist echt chillig hier, muss ich sagen, auf dieser Rundbootfahrt. Aua! Alter, wieso schlägt das Boot hier mal an die Kanten? Naja, gut, dass sie so Gummikissen hier haben, weil ja, sonst würde das richtig wehtun. Und jetzt geht's rund hier, jetzt drehen wir uns schön. Die Rundbootfahrt war als Kind immer mein Highlight hier. Ich weiß nicht, ob es an der guten Thematisierung lag oder daran, dass man sich hier, dass die Boote sich auch drehen können. Aber ich denke mal eher, dass es an der schönen Thematisierung lag. Ach ja. Alter, du spritzt mich jetzt nicht nass, oder? Ey, wer dieser Elefant dahin spritzt mich jetzt noch? Was denn? Oh. Das ist einfach Apache. Aber das Lied ist geil. Wenn ihr wisst, wie das heißt, schreibt es mal in die Kommentare. Wow, die Bootsrundfahrt ist ja echt lang. Und da hat es auch noch erstaunlich gut thematisiert. Habe ich ja bereits schon gesagt im Video jetzt gerade eben. Aber dadurch, dass es sich die ganze Zeit dreht, kriege ich hier echt ein leichtes Schummerigkeitsgefühl, nennt man das ja. Weil das ist bei mir auf See komischerweise auch so. Wenn ein leichter Wellengang ist, mir wird sofort schlecht. Aber ist ja gleich zu Ende, die Bootsfahrt. Also mein Fazit zu dieser Bootsfahrt ist, richtig schön thematisiert und da läuft auch tolle Musik dazu. Also so wirklich großartig, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Neben den ganzen Tieren und der Rundbootfahrt gibt es ja auch noch auch zahlreiche Spielattraktionen für Kinder. Zum Beispiel diese Wassermatte hier und da vorne diese Seilbahn-Dings da, Wumster, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber als ich das letzte Mal hier war, da war das wirklich noch nicht so gut ausgebaut. Ne? Vor allem diese ganzen Spielattraktionen, die gab es damals einfach noch gar nicht. Oh, ja, das. Also ich würde am liebsten für immer hier bleiben, so schön ist es hier. Bevor ich jetzt in den Freizeitparkbereich rübergehe, fahre ich erstmal eine Runde Aussichtsturm. Also die Aussicht ist geil, aber es dreht sich nicht so doll. Deswegen kann man davon nicht so viel sehen. Das ist entspannt hier. Aber da sieht man mal, wie groß und weitläufig dieser Park wirklich ist. Da war die neue Wildwasserbahn, die ich gleich noch fahre. Oh, ist das schön. Ich bin jetzt gerade im Themenbereich Okavango Delta angekommen. Das ist ein Themenbereich hier im Freizeitparkbereich des Parks. Und ja, der ist auch noch recht neu. Aber ist richtig schön gelungen, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem die Wasserbahn Okavango River, welche hier ja, die Hauptattraktion im Themenbereich ist, die soll auf jeden Fall richtig gut nass machen. Und ich bin mal gespannt.
Ihr wollt wissen, ob die Wildwasserbahn nass ist? Ja, Leute, die duscht einen richtig gut. Erstmal kommt hier ganz ohne Vorwarnung dieser Rückwärtsdrop. Das heißt, man wird hier oben so gedreht, ne? Und dann wird man rückwärts abgeschossen. Dann ist in den Turm, da war noch so ein Lift, der Pfeil gerade nach oben geht. Und dann geht steil runter. Und ey, wenn ihr ganz hinten sitzt, ey, dann seid ihr so nass, als wärt ihr angezogen in einen Pool gesprungen. Und nach der Abkühlungstour geht es jetzt direkt weiter. Und zwar zu dieser hier Rocky Mountain Rutschboote. Ich habe mich vertan, Leute. Die heißen gar nicht Rocky Mountain Rutschboote, sondern Rocky Rafting Company. Aber die Dinger wollen angeblich richtig Spaß machen. Habe ich zumindest mal hier bei Kirmes Fanmopol in einem Video gesehen, dass die richtig Spaß machen. Und auch hier wieder richtig schön thematisiert alles. So, ich stehe jetzt gerade hier in der Warteschlange von den Rutschbooten und schaut euch mal diese Aussicht hier an. Geil. Ja, da sieht man mal, wie weitläufig der Park einfach ist. Da unten liegen Achterbahn-Schienenteile. Nicht, weil eine Achterbahn gerade abgebaut wurde, sondern weil hier demnächst eine neue Achterbahn entsteht. Der Ziegenblitz war das, glaube ich. Kirmes Fanmopol, du heizst diese Rutschboote nicht umsonst. Alter, die machen ja richtig Spaß, die Dinger. Wirklich, vor allem, wenn man da ein Duell gegeneinander machen kann. Im Freizeitparkbereich hat man zwischen den Rutschbooten und dem Freifallturm und was da noch alles steht, sogar einen Kinderspielbereich aufgebaut. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich fahre jetzt Nautic Jet, Leute. Nautic Jet, wenn diese Dinger hier sehen, geht's gerade, die fliegen da so runter und dann springt man wie ein Skispringer ins Wasser. Das zeige ich euch gleich genau. Was vielen Leuten gar nicht auffällt, ist, dass hier eine kleine Kinderbootsfahrt steht. Finde ich voll süß eigentlich. Hier zu meiner linken Seite befindet sich die Holzwurmachterbahn, ein Zira Medium Tivoli Coaster. Das heißt, ist kein Large Tivoli und auch kein kurzer Tivoli, wie auch immer man die heißen, sondern eher so eine mittlere Version. Ah, aber ich gehe jetzt erstmal hier den Zira Freifallturm fahren, denn der soll ja auch ordentlich kribbeln. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ein kleiner Freifallturm so krass kribbeln kann. Und jetzt fahre ich hier diesen Zira Medium Tivoli Coaster. Also früher hat diese Achterbahn ja mal sehr gut Schläge verteilt, aber heute verteilt die gar keinen einzigen Schlag mehr. Ja, woran liegt das? Wurde die irgendwie geretrackt oder so? Ich weiß es ja nicht. Aber ich habe bisher jetzt echt einen schönen Tag hier. Aber manche Besucher gehen mir hier richtig auf den Sack, ne? Ich meine, da hast du die Leute nicht gefilmt, ja, möchten und mir das sagen, ist ja alles kein Problem. Ah, aber dass sie mich so anraunzen müssen, wie die gerade eben als ich den Freifallturm von außen filmen wollte, ey, das geht gar nicht, Leute. Aber ich habe trotzdem einen tollen Tag hier. So, nach der ganzen Action gerade gehe ich jetzt erstmal hier beim Futterstall was essen. Ich habe jetzt gerade Pommes und Schnitzel gegessen und das war richtig lecker. Und jetzt geht es dementsprechend dann auch für mich weiter. Ja, mal gucken, was hier so was ist. Ach du Kacke, was ist denn das für einer? Wieder da. Sag mal, ein Nashorn oder was? Das sind ja schon riesige Dinger, ne? Zu meiner rechten Seite befindet sich hier das Streichelgehege. Das erinnert auch ein bisschen an Heidi mit den ganzen Ziegen und sowas hier. Gegenüber vom Streichelgehege befindet sich das Giraffengehege.
Diese sind ja echt riesig, ne? Ich frage mich ja mal, wie die so groß werden können. Vor allem sind diese ja ruhig, ne? Laufen einfach nur rum, machen einfach nichts. Ja gut, der eine massiert sich da hinten an so einem Pfahl, der andere ist hier und der andere steht einfach nur rum wie so eine Statue. Die haben ein chilliges Leben. Gold, Gold, Gold. Komm, bitte, bitte lass mich Gold finden hier. Alter, ich hab keine Ahnung, wie man hier gräbt, aber das sind leider nur Steine dabei. Schade eigentlich, dass kein Gold dabei ist. Und jetzt erstmal noch ein schönes Eis holen. Ich bin jetzt gerade zum Abschluss des Tages nochmal Okavango River gefahren und ja, das war nochmal richtig cool. Die Wasserbahn macht wirklich viel Spaß, aber wer ganz hinten sitzt, wird richtig nass. Die Bahn wurde übrigens von Hafema hergestellt und ist hier die modernste Wasserbahn Deutschlands. Gerade eben noch hier im Souvenirshop gewesen, der aber auch wirklich nichts Gutes bietet. Zumindest habe ich da nichts gefunden. Das war mein Tag im Jadapark. Leute, das war so cool, nach mehreren Jahren mal wieder hier gewesen zu sein. Oh, und hier an der neuen Wasserbahn Okavango River mit dem Themenbereich Okavango Delta, welcher auch hier der Besuchsgrund für mich war. Ja, da sieht man deutlich, dass der Park richtig gut thematisieren kann. Ich komme auf jeden Fall wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andy Ludewig und seinem Team für die Ermöglichung der Filmaufnahmen, denn ohne die wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Leider hatte ich nicht mehr genug Zeit, um euch alle Tiergehege zu zeigen. Ich wäre auch ganz gerne schon um 9 Uhr zur Zooöffnung da gewesen, aber die Deutsche Bahn hat's mal wieder verpeilt. Aber ich hatte trotzdem einen schönen Tag und konnte euch hoffentlich trotzdem ein paar schöne Eindrücke bringen. Mein größtes Highlight dort war der neue Themenbereich Okavango Delta, der wirklich eine sehr schöne afrikanische Thematisierung und eine spaßige neue Wildwasserbahn bietet. Das war's vom Video, Leute. Lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Benachrichtigungen über ein neues Video zu bekommen ist ganz leicht. Ein Abo reicht. Tschüss!